So, du bist ungeimpft und du möchtest gerne gegen einen Auszubildenden battlen aus dem RKI. Besitze weißen Bands und Krawatte, du verweigerst die Impfung, du bist ein Mensch zweiter Klasse. Ja, so, Bruder, ich bin Lovelock, weißt du, wie ich meine, so, ihr kennt meine Meinung. Nennt mich Nazi, das nehme ich so nicht in Kauf. Denn mit Geschichte kennt ihr euch wohl nicht so aus. Denn welche Menschen haben damals so blind vertraut? Ich küsse dein Herz, Digga. Zugemacht die Nummer. Zugemacht, Digga. Da bin ich auch parteiisch jetzt an der Stelle. Scheiß drauf. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahre am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. So, gucken wir noch RKI-Vibes an. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen bei meinem neuen Format. Ich habe dafür noch keinen Namen, leider. Und wir haben sehr geile Battles hier. Wir haben einmal Lehrer gegen Schüler. Wir haben RKI-Mitglied gegen Ungeimpften. Wir haben da hat er echt ein sehr gutes Format rausgeballert. So, das dachte ich mir schon bei der ersten Folge, wo ich das gesehen habe. Und es kriegt auch gute Aufmerksamkeit. Sehr, sehr starkes Format. Hatte sich wirklich gut überlegt, der Bre. Ex-Freund gegen Ex-Freundin. Und wir haben Lauch gegen Kante, Bodybuilder. Ja, wie das alles zustande gekommen. Lauch gegen Kante bin ich auch gespannt. Und mach auf jeden Fall weiter damit, 4-7. Wenn du das siehst, mach auf jeden Fall weiter. Zieh so viele Leute wie möglich rein. Die sind alle zu mir gekommen, haben gesagt, hey, 4-7, wir haben einen Konflikt, wir möchten gerne das auf einer Battle-Rap-Bühne austragen. Und wir haben Punchlines dabei, deswegen lass uns da raus. Ich dachte mir, let's go, machen wir das Unmögliche möglich. Let's go. So, du bist ungeimpft und du möchtest gerne gegen einen Auszubildenden battlen aus dem RKI. Und warum, weshalb, wieso hast du einen Konflikt mit ihm? Ja, also pass auf, es ist ganz einfach. Weißt du, die predigen immer von wegen, ja, du kannst ja deine Meinung haben, aber. Und wenn das schon mit dem Aber kommt, dann kannst du mir eigentlich direkt weggehen, weißt du? So, und ich denke mir, ein Auszubildender, der ist noch relativ jung, den kann ich vielleicht noch meine Sichtweise erklären und fühle ich. Sie verstehen und wenn nicht, dann hatte ich wenigstens die Chance, mich auszusprechen und das ist mir einfach wichtig heute. Okay, hast du denn heute Bars dabei? Ich habe Bars, danach wird er überlegen, sich selber nicht mehr impfen zu lassen. Geil. Sehr stark, wir sind gespannt. So, du bist der Auszubildende bei RKI, yes, sir. Und bist hier hingekommen, um den Konflikt zu besiegeln mit deinem Erzfeind, dem Ungeimpften. Wieso, weshalb, warum? Jo, ist ganz klar. Also, es sind zwei verschiedene Fronten, die aufeinander klatschen. Er hat genau die gegenteilige Meinung von mir. Und ich denke, es wird Zeit, einfach Fakten auf den Tisch zu klatschen. Wie ich das sehe, ich bin klatsche den Mann, was er bringt. Aber ich denke, ich werde ihn auf jeden Fall lyrisch auseinandernehmen. Da sind wir gespannt. Let's go. Da bin ich aber jetzt auch gespannt, meine lieben Freunde. Super Thema für den Lovelock auf jeden Fall. Und da hat der 4-7 sich auch was Gutes überlegt. Nochmal ein kleines Jäckchen mitgenommen, damit es so aussieht, als ob es ein anderer Tag ist. Fühl ich, Bro, feier ich, präg mich auch ein bisschen. Ab, Leute, mein Name ist 4-7. Willkommen beim neuen YouTube-Format. Wir haben hier einmal RKI-Mitglied gegen Ungeimpften. Die battlen sich heute. Wir haben uns hier versammelt in der Shisha-Bar. Bless, Rheinstraße 72, kommt alle vorbei. Beste Location, besten Shishas. Und ich würde sagen, wir legen los mit RKI-Mitglied. Oh. Ich lass ein bisschen vorlaufen. Ey, ey, ah. Jetzt kommt ein RKI-Mitglied und fickt den Ungeimpften. Könnte sein, dass man deine Leiche in der U-Bahn findet. Was ein Drogen-Junkie, geh dich impfen, du Honk. Ist doch nicht das erste Mal, dass du die Spritze bekommst. Ich besitze weißen Bands und Krawatte, du verweigerst die Impfung. Du bist ein Mensch zweiter Klasse, willst dein Leben zurück, willst den Bundestag-Auftrag. Er will doch nur, dass wieder seine Schwulenbar aufmacht. RKI-Mitglieder stehen heute im Battle. Wen willst du ficken, Digga? Wir sind beste Freunde von Merkel. Ich lass dein Leben auf der Hand, was willst du besser machen? Schnipse mit den Fingern, du wirst eingesperrt wie ein Zirkusaffe. Lieber diesen Penner auf Stadt Abstand. Scheiße, Digga. Ja, jeder Choke? Von dir Abstand. Du Pisser, du bist so hässlich, alle hassen dich bei deiner Fresse. Wo ist die Maske bei dem RKI-Lauch? Mask off, Motherfucker. Eine permanente Maskenpflicht. Ich hab's voll drauf und gebe dir einen Knockout. Ich glaub, in deinem Schädel gab's schon vor Corona-Lockdown. Corona-Experte mit dem dicken Einkommen. Die nächste Welle kann kommen, denn ich bin wie Poseidon. Und langsam merkst du, wie das Eisen schmeckt. Du schießt mit veganen Knarren und nennst die alle BioNTech. Und eine letzte Frage habe ich an die Fans heute. Redet der von Johnson Johnson, meint der dann sein Ex-Freund? Schön erst. Ja, so, Bruder,
generell halt nicht so die Lines. Bruder, ich bin Lovelock, weißt du, wie ich meine? So, ihr kennt meine Meinung. So, Flow war nicht schlecht, Bruder. Argumente waren kacke. Runde von einem RKI-Mitglied. Nach dem Battle werden sich alle impfen, hoffentlich. Und jetzt kommen wir zum zweiten. Nee, zu der ersten Runde von dem Ungeimpften. Let's go. Oh, das war leicht parteiisch eben, 4-7. You gotta relax, bro. Ey. Der Klugscheißer erzählt Lügen unter Terpes. 70 Euro für einen fucking PCR-Test. Wir brauchen keinen Prediger aus der AstraZeneca. 70 Euro, selbst deine Freundin kostet weniger. Ich halte die Schilder hoch und senke deine Quoten. RKI bedeutet reiche, korrupte Idioten. Ich ficke das Gesetz, ich bleibe ein Ganove. Wenn ich dir ins Gesicht spucke, ist das deine Speichelprobe? Ich geh mit Freunden feiern und ein Bier saufen. Digitale Impfpässe könnt ihr dann bei mir kaufen. Ihr kriegt 70 Euro pro Test und darum mach ich diesen Protest. Fick dein Podest, nachdem ihr gerade so viele Lügen verbreitet, Anfang Scheiße gebaut und jetzt übelst verzweifelt. Du bist vom RKI, also ein trauriger Vogel. Maske bietet so viel Schutz wie abgelaufene Kondome. Vielleicht bin ich ein Querdenker mit Aluhut, doch dafür geht's mir und meinen Kindern auch noch in 10 Jahren gut. Dicker, keiner hat das und du hängst an der Nadel. Mutiert Corona ist gefährlich wie Thaddeus Tentakel, Digga. Ja, geil, Bruder. So. Ja, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass der Bre ein bisschen emotionaler in der Nummer drin hängt so. Hat ein bisschen mehr Emotion-Vibes so rausgepackt. Fand ich gut. Aber bis jetzt ist noch so relativ ausgeglichen. Natürlich bin ich selber ein bisschen parteiisch, weil ich eher die Meinung von dem einen vertrete so. Aber rap-technisch gesehen jetzt fand ich halt die Emotionsnummer ein bisschen stärker gerade. Was sagt ihr, Chat? Schöne erste Runde von dem Ungeimpften. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Runde von dem RKI-Mitglied. Let's go. Ja, yeah. Okay. Okay. Abgesehen von dem Battle, dass wir uns alle fetzen, infizieren sich gerade tausende Menschen wegen diesem Virus. Doch das kannst du nicht checken. Von den Telegram-Gruppen ist dein Hirn so verblendet. Die wollen uns alle killen, wenn ich dich so anschaue. Leugnest du bestimmt auch die Relevanz vom Holocaust. Statt zu urteilen, während Menschen gerade ihr Leben riskieren, sei besser dankbar, dass dir hier nichts passiert. Dein Entzug ist zu... Die emotionale Schiene an der Stelle. Ich bin nicht Edward mit den Scheren, ich bin Edward mit den Spritzenhänden. Sogar ohne Covid ziehst du deine Maske auf. Dein gesamter Alltag war schon immer kalt und grau. Denk doch mal genauer nach. Meckern aber bezieht Sozialgeld von Vaterstaat. Die Gesellschaft hat sich das alles nicht ausgesucht. Keine Solidarität, Hauptsache dir geht's gut. Seh den Aluhut von Weitem, ohne dass du ihn trägst. Gesunde auf der Intensivstation, ich hab sie gesehen. Das, was du von dir gibst, ist nur verdrehte Realität. Doch ist die eigene Familie dran, ist es zu spät. Emotional Vibes auf jeden Fall gecatcht, der Bre gerade. Stark erst, zweite Runde, sorry. Der Beat ist auch sehr emotional, ne? Starke zweite Runde von RKI-Mitglied. Deep, direkt in die Fresse, paar Wahrheiten erzählt. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Runde von dem Ungeimpften. Mal hören, was er... Man merkt aber, 4-7 ist auf der Seite von dem RKI-Brother, ne, Bro? Bro, 7, nochmal, you gotta relax, Bro. Relax. Ich bin auf deiner Seite, Bre, mach dir keinen Kopf. Okay, du Sklave der Politiker, dann reden wir mal Tacheles. Weil du anscheinend in deinem Leben doppelt in der Maske steckst. Du stehst da als vermeintlich unfehlbar und lässt das in deinem Elfenbeinturm über unsere Art. Wir spalten die Gesellschaft, was unfassbarer Dreck ist. Dann werd angefangen, hier in Schubladen zu stecken. Ihr sucht den Dialog, dann sag mir bitte wo. Einzige Interaktion ist, wir sind alle doof, klar. Wie ich so eine Denkweise hasse, hab ne andere Meinung und bin direkt Mensch zweiter Klasse. Die Gesellschaft ist ein Hochhaus, ich will, dass du's hier verstehst. Je niedriger mein Geld, desto tiefer muss ich stehen. Du fragst dich, was wir alle haben, da Statistiken besagen, dass die Sicherheit gewahrt ist. Doch Statistiken besagen, dass Menschen alles glauben, solange das Statistiken besagen. Du würdest dir aktuell selbst eine Nadel Hero nehmen. Wird dir ein Mann im Kittel sagen, ist okay. Medizin wird abgelehnt, weil man die Wirkung auf Langzeit so nicht kennt. Doch bei Corona reichen da dann knapp 3 Monate?
Ist doch komisch und mehr sag ich nicht. Doch für dich bin ich ja jetzt doch direkt wahnsinnig. Und dein Nazi oder sonst etwas. Ja, es ist leicht zu urteilen, wenn man dabei selber keine Sorgen hat. Ihr komischen Clowns, nennt mich Nazi, das nehm ich so nicht in Kauf. Denn mit Geschichte kennt ihr euch wohl nicht so aus. Denn welche Menschen haben damals so blind vertraut? Ich küsse dein Herz, Digga. Zugemacht die Nummer. Zugemacht, Digga. Da bin ich auch parteiisch jetzt an der Stelle. Scheiß drauf. Schöne zweite Runde. Geil. Das war das. Ein paar mehr Fakten hätte ich mir noch gewünscht. So hätte er noch ein paar Dinger so rausgehauen, die so ein bisschen, weißt du? So, aber geil. Von dem Ungeimpften und RKI-Mitglied. Mach nochmal Lärm. Stark Einstieg. Stark, stark. Sehr stark. Wir sind raus. Ah, das war die erste Runde, die die aufgenommen haben. Ah, deswegen hat er die Jacke noch an. Ich verstehe. Dann nehme ich das zurück, was ich vorher gesagt habe. Krass, Digga. Geil. Auch sehr starkes Battle. War, glaube ich, bis jetzt so am realsten auch, bisschen so am emotionalsten aufgeladen. So, also. Eins für den Ungeimpften, zwei für das RKI-Mitglied. Rein in die Nummer. War auch schön gerappt, der Typ soll Songs machen. Ja, ne? Auf jeden Fall. 1, 1, 2, 1, 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